Bayreuth, die weltberühmte Weihestätte für die Opern Richard Wagners. Jedes Jahr versammelt sich hier dessen Gefolgschaft, um dem Komponisten und seinen Werken zu huldigen. Die Geschichte der Festspiele war wechselvoll. Was hinter den Kulissen geschah, blieb allzu oft im Dunkeln. Vor allem die Rolle der Familie Wagner beim Aufstieg Adolf Hitlers und ihr Bündnis mit dem Nationalsozialismus blieben unklar. Denn die Erben lassen nur ungern Einblicke zu. Der Historikerin Brigitte Hamann ist es gelungen, tiefer in die Vergangenheit der Festspiele vorzudringen. Hamann hat für ihre Biografie Winifred Wagners viele unveröffentlichte Dokumente ausgewertet und kann mit so mancher Legende aufräumen. Kanaille nicht mit uns gemeint hat. Ähnliches war zuvor nur dem Filmemacher Hans-Jürgen Süberberg gelungen, dem Winifred Wagner 1975 ein langes Interview gab. Der Film wurde zum Skandal. Ich habe ja nie was Abstoßendes von ihm erlebt. Das ist ja das Merkwürdige, nicht wie sie. Er hatte diese österreichische absolute, also Herzenstakt und Wärme und also ich habe nie, also ich kannte ihn doch immerhin, also von 23 bis 45, das sind 22 Jahre, nicht? Ich habe in den 22 Jahren nie eine menschliche Enttäuschung an ihm erlebt. Seit Richard Wagner 1876 in Bayreuth die ersten Festspiele eröffnete, ist das Festspielhaus auf dem grünen Hügel Mittelpunkt der Wagnerwelt. Nach dem Tod des Komponisten wird auch die Villa Wahnfried zur Pilgerstätte. Wegen der völkischen und antisemitischen Ansichten Wagners ist Bayreuth auch rasch zur Hauptstadt der rechten Bewegung geworden, wo, Zitat, das Deutschtum in seiner wahrsten Gestalt auftritt und diesen radikalen Geist des Wagnerschen Denkens sucht seine Familie unverändert zu bewahren. Der Wagner-Clan bestand natürlich aus dem gesamten Umfeld des Meisters. Also an der Spitze die Meisterin Cosima Wagner, sehr ehrwürdig, die ja schon sehr krank war und seit 1906 ja auch die Festspielleitung bereits zurückgelegt hatte. Dann gab es vor allem deren Töchter. Da war also die Eva Chamberlain, eine Tochter Richard Wagners, die mit Horson Stuart Chamberlain verheiratet war, dem Rassetheoretiker und Rasseschriftsteller. Es gab dann die Daniela Tode, die bei den Festspielen die Funktion hatte, die Kostüme und auch teilweise bei der Regie zu helfen. Vor allem gab es natürlich den Sohn des Meisters, Siegfried Wagner. Damals war er schon weit über 40 und unverheiratet noch. Das heißt, das ganze Haus Wagner war zwar altehrwürdig, aber es war überhaupt keine Aussicht auf ein Enkelkind des Meisters. Das heißt, auf eine Nachfolge der Herrschaft im Hause Wahnfried. Der homosexuelle Siegfried, der sich erfolglos als Dirigent und Komponist versucht, denkt gar nicht daran zu heiraten. Schließlich fügt er sich aber doch der Familienraison. 1914 kommt Winifred Williams mit ihrem Adoptivvater Karl Klintwort nach Bayreuth. Das englische Waisenkind war von dem entfernten Verwandten in Berlin aufgenommen und im Geist Richard Wagners erzogen worden. Der Wagner-Clan erkennt in der 17-jährigen Winifred sofort die ideale Frau für Siegfried. Jung, mittellos und der Wagnerschen Musik treu ergeben. Die beiden heiraten und Winifred bringt 1917 den ersehnten Erben Wieland zur Welt. Drei weitere Kinder folgen: Friedelind, Wolfgang und Verena. Doch das Familienidyll wird von Weltkrieg und Revolution überschattet. Die Ereignisse von 1918 schüren den Antisemitismus der Wagners. Sie verachten den Sieg von Republik und Demokratie. Der Versailler Vertrag ist in ihren Augen ein Schandfrieden. Das Haus Wahnfried konnte sich mit der neuen Zeit überhaupt nicht anfreunden. Sie waren kaisertreu, sie waren ganz rechts. Und das Schlimmste war natürlich, die größte Demütigung war, dass die Roten, also die Sozialdemokraten, an die Regierung kamen. Sie waren ganz klar immer in der Opposition gegen die Weimarer Republik vom allerersten Tag an.
Als Rechte Freikorps im März 1920 die Hauptstadt Berlin besetzen, hoffen die Wagners auf eine autoritäre Regierung. Doch der Putschversuch scheitert an einem Generalstreik. Bayreuth entwickelt sich zur Gegenwelt der Weimarer Republik. Wahnfried wird zum Zentrum eines völkischen Netzwerks, in dem radikale Freikorpsführer und antisemitische Rassetheoretiker zusammenarbeiten. Inständig wartet man auf einen Erlöser. So verfolgt der Wagner-Clan aufmerksam den Aufstieg eines jungen Politikers, der als fanatischer Volksredner in München erfolgreich ist. Und Adolf Hitler ist ein begeisterter Wagnerianer. Hitler übernimmt die politische Leitung der völkischen Organisationen. Man plant einen Putschversuch. Als er im September 1923 an einem deutschen Tag in Bayreuth teilnimmt, kommt es zur ersten Begegnung mit Winifred Wagner. Ich muss gestehen, dass ich sofort also einen sehr großen und tiefen Eindruck von dem Mann hatte. Als Persönlichkeit, das Auge war vor allen Dingen ungeheuer anziehend, ganz blau und ein großes, ausdrucksvolles Auge. Und ich forderte ihn auf, nach Wahnfried zu kommen, weil er sich natürlich ungeheuer dafür interessierte, für Wagners Wohnhaus, für Wagners Ruhestätte. Er wollte das sehen. Und dann sage ich, na ja, dann kommen Sie doch morgen zu uns. Ja, morgen muss ich aber weiter, ich weiß nicht, nach Berlin oder wo. Dann sage ich, na, aber frühstücken müssen Sie da irgendwo, dann kommen Sie halt zum Frühstück. Und da taucht er also am nächsten Tag, also es war im Jahr 23, bei uns zum Frühstück auf und hat sich nachher durch meinen Mann durch die Räume Wahnfrieds führen lassen und ans Grab haben wir ihn dann allein gehen lassen. Es war sehr gut inszeniert. Als er schon genau wusste, er wird putschen, da ist er nach Wahnfried gekommen und zwar als Pilger zum Grabe Richard Wagners. Und Sie können sich die Begeisterung im Hause Wagner vorstellen. Da kommt jetzt der kommende Retter Deutschlands, weil er sich die Kraft für seine Machtergreifung holen wird. Im Dritten Reich ist der 9. November einer der wichtigsten Gedenktage. Alljährlich erinnern der Führer und seine Paladine in München an den dort gescheiterten Putschversuch. Nur wenige wissen, dass im November 1923 auch die Wagners in München weilten und Zeugen des kläglichen Scheiterns ihres Idols waren. Der Zusammenbruch im Jahre 23, im November 23, haben wir ganz unmittelbar miterlebt. Der 8. November sollte ja der Auftakt zur nationalen Revolution und zur nationalen Umkehr werden. Und es war ein großes Festkonzert in München geplant, am Abend des 8. bzw. am 9. November, bei dem mein Mann dirigieren sollte. Wir waren also in München und erlebten doch den Zusammenbruch und all das Tragische, was es zunächst mal mit sich brachte. Hitler wird im Jahr darauf zu Festungshaft verurteilt und sitzt im Gefängnis von Landsberg ein. Entweder wird er unser Erretter, schreibt Winifred verzweifelt an eine Freundin, oder man lässt ihn im Kerker elend untergehen. Sie organisiert Hilfssendungen. Also ich hatte gefragt, was er braucht und er hatte mir zum Beispiel gesagt, ja, Schreibpapier wäre ihm so wichtig. Und da habe ich ihm massenhaft Schreibpapier geschickt. Ja, lieber Gott, jetzt machen mir die Leute den Vorwurf, ich hätte das Papier für meinen Kampf geliefert, nicht? Also so quasi, dass ich indirekt daran schuld bin, dass mein Kampf geschrieben worden ist. Wichtiger noch als solche Liebesgaben sind für den Häftling die weltweiten Beziehungen des völkischen Netzwerks. So reisen die Wagners 1924 in die USA, um Geld für die Wiederaufnahme der Festspiele zu sammeln. Nebenbei vermitteln sie dem Freund Kontakte zu bekannten Antisemiten Amerikas. Denn auch Hitler und seine Partei sind in Geldnöten. Es war der erste wichtige Schritt ins Großbürgertum. Durch die Wagners hat man ja dann wieder andere kennengelernt, die mehr Geld hatten, die mehr Einfluss hatten. Es ist einfach der Versuch Hitlers, er persönlich, dass er in diese Gesellschaft der Reichen und Gebildeten vorstößt. Die Nazis gelten dem Bürgertum als Krawallpartei, die nicht geeignet erscheint, in Deutschland die Macht zu übernehmen. Doch dank des unermüdlichen Einsatzes einflussreicher Freunde ist der Aufstieg Hitlers unaufhaltsam. Seit seiner Entlassung aus Landsberg ist er ein gern gesehener Gast in Bayreuth.
Der Wagner-Clan zählt zu seinen glühendsten Anhängern. Vor allem Winifred ist Feuer und Flamme. Längst besteht ihre Ehe mit Siegfried nur noch auf dem Papier. Der Komponistensohn hat seine dynastische Pflicht erfüllt. Winifred ist frustriert, hat sich doch der Gatte inzwischen wieder ganz seinen alten Freunden zugewandt. So entwickelt sich ihre besondere Leidenschaft für Adolf Hitler. Das Entscheidende ist, dass gegenseitig eine große Sympathie bestand, aber bei Winifred eine wirkliche große Verliebtheit. Bei Hitler wog natürlich schon die Ehrfurcht vor den Familienmitgliedern des Meisters vor. Winifred war immerhin die Schwiegertochter des Meisters, aber von Verliebtheit auf seiner Seite war natürlich überhaupt keine Rede. Er verehrte sie und ließ sich natürlich gerne alles gefallen, was sie für ihn tat. Um öffentliches Aufsehen zu vermeiden, hält Winifred die Freundschaft geheim. Nächtens lässt Hitler sich von der begeisterten Autofahrerin nach Wahnfried chauffieren. Inzwischen gehört er zur Familie. Es gab keine intime Beziehung. Hitler war für so etwas nicht zu haben. Er wollte kein Abenteuer. Das passte ihm ja nicht in den Plan. Er war so fixiert auf seine politische Rolle und auch von dem, was er die sogenannte Reinheit des Mannes ja immer nannte, ne? Dass ihn eine Frau ja nur ablenken würde von der Politik und von seiner Mission, die er hatte, dass er einfach nicht, auch für Winifred nicht zu haben war. Und darüber war sie auch oft enttäuscht, aber ich meine, das hat sie dann irgendwie auch akzeptiert und es war eben so und es hat sich auch später nicht geändert. Ich habe ihn Wolf genannt, er hat mich Winnie genannt, wir haben uns geduzt und die Kinder haben ihn auch alle geduzt, nicht? Wolf haben die Kinder ihn genannt. Es war eine rein menschliche, persönliche und vertrauliche Bindung zwischen uns, die auf der Grundlage der Verehrung und der Liebe zu Richard Wagner beruhte. Am 4. August 1930 stirbt plötzlich Siegfried Wagner während der Festspiele. Amateuraufnahmen zeigen, wie die Wagner-Gemeinde dem Sohn des Meisters einen pompösen Abschied bereitet. Doch nur wenige wissen, dass Siegfried seine Nachfolge noch selbst geregelt hat. Winifred soll die Leitung übernehmen. Sie war bei Hitler und hat ihm auch über die Bedingungen des Testamentes mit ihm gesprochen. Und hat ihm eben auch erzählt, dass dieser Paragraph der Wiederverheiratung war, wenn sie sich wieder verheiratet, verliert sie die Leitung der Festspiele. Und da habe er, und das ist also im Jahr 1930 noch gewesen, habe er gesagt, nein, das ist ganz richtig so, wie Siegfried das gemacht hat, denn sie solle Winifred die Königin von Bayreuth bleiben. Gegen alle Einwände aus dem Wagner-Clan übernimmt die 33 Jahre alte Witwe beherzt die Herrschaft auf dem grünen Hügel. Für die künstlerische Leitung holt sie sich Heinz Tietjen, den Generalintendanten der Preußischen Staatstheater. Rasch kommt man sich auch privat näher. Er wird der neue Mann an ihrer Seite. Im April 1932 kommt Hitler auf Wahlkampfreise auch nach Bayreuth. Die NSDAP ist hier längst stärkste politische Kraft. Hitler meidet den öffentlichen Kontakt zum Wagner-Clan. Seine Anwesenheit könnte die finanziell so prekäre Lage der Festspiele noch verschlimmern. So Hartmann in Wahnfried ungeduldig der Machtübernahme. Als Hitler schließlich Reichskanzler wird, lässt er große Kartenkontingente aufkaufen und rettet so die Wagners vor dem Ruin. Dann endlich kündigt er seine Teilnahme an den Festspielen an. Seit 1930 besucht Gertrud Roswenge regelmäßig Bayreuth. Sie ist eine alte Freundin der Wagner-Familie. Die feierliche Eröffnung 1933 ist ihr in besonderer Erinnerung geblieben. Zunächst war es ein Flaggenmeer gewesen. Also die Hakenkreuzflagge wehte von jeder Straße, waren extra Masten aufgestellt und aus jedem Haus und über Straßenbögen und so weiter. Ich meine, es hatte ja das ganze deutsche Volk ergriffen, ich möchte fast sagen, es war wie eine Betäubung
gewesen. Es war ja Absperrung über die ganzen Straßen gewesen, als er zum Festspielhaus rauffuhr. Aber die Leute haben oftmals die Absperrung durchbrochen und sind also fast bis ans Auto gekommen. Das war also ein Hurra-Geschrei und Heilgeschrei und Jubel und Gedränge. Und also jeder wollte sozusagen einen Blick von ihm persönlich erlangen. Das war der größte Triumph, den sich das Haus Wahnfried nur hat erträumen können vorher. Das ist natürlich so wie eine Märchengeschichte eigentlich. Ne? Die beiden, die also doch sich 10 Jahre zuvor kennengelernt haben, als sie beide noch nichts waren. Und da kamen dann ja sehr massiv auch Gerüchte auf, dass Hitler das ausnutzen wird und Winifred auch noch heiraten will, dass er sich nicht nur zum Reichskanzler, sondern gleichzeitig zum Führer auch von Bayreuth machen wird. Bayreuth wird alljährlich im Sommer zum kulturellen Zentrum des Dritten Reiches. Wer etwas auf sich hält in Nazi-Deutschland, reist zu den Festspielen. Ob Wagner-Fan oder nicht. Auch Hitlers Paladine Josef Goebbels, Heinrich Himmler und Rudolf Hess sind gern gesehene Gäste im Hause Wahnfried. Die Finanzierung der Festspiele ist inzwischen ganz vom Wohlwollen des Führers abhängig, denn ausländische Gäste kommen nur noch selten. Die Ankunft Hitlers ist für Bayreuth immer ein Großereignis. Als persönlicher Freund der Wagners darf Hitler im Siegfriedhaus residieren. Winifred stellt dessen Gefolge auch das komplette Inventar zur Verfügung. Natürlich abgezählt. Die Fahrt des Führers zum Festspielhügel gleicht jedes Mal einem Triumphzug. Josef Goebbels notiert im Juli 1938 in sein Tagebuch: Festspiele, Tristan, große Auffahrt, Aufführung im Ganzen sehr gut. Diese Musik, diese Akustik, unvergleichlich. Zwischen den Akten ergeht sich das Publikum auf dem Festspielhügel. Geduldig wartet man auf den Höhepunkt der Inszenierung. Denn immer während der zweiten Pause zeigt sich Hitler auf dem Balkon huldvoll der begeisterten Menge. Man muss sich das Ganze drumherum auch vorstellen. Diese jubelnden Massen, und die waren ja nicht bezahlt, die kamen ja freiwillig. Und dann trat er auf und dann hatte er dann diese Karten drucken lassen, dass man also nicht das Horst-Wessel-Lied oder sowas spielen dürfe. Er wolle auch keine besonderen Kundgebungen mehr haben. In dem Moment, wenn er das Festspielhaus betritt, will er das als Wagnerianer tun und den Wagner erleben und genießen, und von politischen Kundgebungen soll abgesehen werden. Auf persönlichen Wunsch Hitlers inszeniert Heinz Dietjen 1936 den Lohengrin. Die modernen Bühnenbilder und Kostüme werden aus der Privatschatulle des Führers bezahlt. Ganz sicher ist, dass er seine Batterien aufgeladen hat in Bayreuth. Es war offenbar bei ihm der Fall, dass er wirklich, wenn er nach 6 Stunden Wagner mit Pausen, dass er dann erfrischt war und also enflammiert war und glücklich war. Das hat man doch sehr deutlich gesehen. Darüber haben sich ja dann auch die Sänger so gefreut. Ich meine, er war ja dann glücklich, mit den Sängerinnen reden zu können. Er war ein ganz anderer Mensch. Und man muss auch bedenken, die Künstler und auch Winifred, die haben ihn in Bayreuth ja immer als Privatmann und als lieben und bescheidenen und sehr herzlichen Menschen kennengelernt. Er hatte diese Seite auch. Und erst sehr viel später hat Winifred dann diese andere Seite von Hitler auch kennengelernt und auch zur Kenntnis genommen. Und der Wagner-Clan hat schon bald Gelegenheit, die blutrünstige Seite des kunstsinnigen Freundes kennenzulernen.
Einer von Hitlers ältesten Kampfgefährten ist Ernst Röhm, der mit seinem Freund Ritter von Epp oft in Wahnfried zu Gast war. 1934 fällt der SA-Chef beim Führer in Ungnade. Röhm und etliche seiner Getreuen werden verhaftet und auf Geheiß Hitlers skrupellos ermordet. Zwei Wochen später erscheint der Diktator auf dem Festspielhügel. Winifred ist nervös. Doch kühl und selbstbewusst rechtfertigt Hitler die Säuberungen. Diese anfängliche Angst Winifreds, dass der Freund irgendwas ganz Schlimmes getan hat, ist dann in eine große Erleichterung gegangen, wo jeder gesagt hat, ja, der arme Führer, was muss der nur alles mitgemacht haben, dass er so weit gehen musste aus Staatsräson, um seinen engsten und liebsten Freund ermorden zu lassen. Bei aller Verehrung für Hitler wagt Winifred trotzdem Widerworte. Immer wieder bittet sie erfolgreich für politisch oder rassisch Verfolgte. So mancher in Bayreuth umjubelte Künstler ist den Machthabern ein Dorn im Auge. Doch wenn Winifred den Festspielbetrieb gefährdet sieht, ist ihr die Nazi-Ideologie einerlei. Gruppenbild mit dem Komponisten Richard Strauss, der in Bayreuth den Parsifal dirigiert. Mit Heinz Tietjen und Emil Pretorius hat Winifred ein bewährtes Regie-Team an ihrer Seite. Geschickt nutzt sie Hitlers Protektion, um jedwede Einflussnahme zu verhindern, auch die höherer Parteistellen. Vergeblich protestiert der traditionshörige Teil des Wagner-Clans gegen die vermeintlich allzu modernen Inszenierungen. Winifred gelingt es jedoch, die künstlerische Kontrolle über die Festspiele zu behalten. Winifred war Festspielchefin. Ihre große Mission war es, die Festspiele durch alle Zeiten durchzubringen, bis endlich die Kinder so weit waren, ihre Nachfolger anzutreten. So sehr sie auch Hitler verehrt hat und geliebt hat, meinetwegen, und so sehr sie sich auch politisch für ihn einsetzte, die Festspiele waren ihre Hauptaufgabe ab 1930. Sie hat, je älter sie wurde, immer mehr gekämpft, um die Festspiele von dem allzu großen Einfluss der NSDAP fernzuhalten. Solche Zwistigkeiten tun der nationalsozialistischen Gesinnung des Wagner-Clans keinen Abbruch. SA-Aufmarsch am Festspielhaus 1934. An der Spitze die Wagner-Enkel Wieland und Wolfgang in der Uniform der Hitlerjugend. Mehr als 50 Jahre leitete Wolfgang Wagner die Bayreuther Festspiele. Die Vergangenheit der Familie war ihm eigentlich lästig. Seine eigene Rolle im Dritten Reich schien eher unbedeutend gewesen zu sein. Tatsache ist, dass er und seine Geschwister Hitler als eine Art Ersatzvater liebten. Und die Wagner-Enkel übten sich schon früh in Rivalitäten um die Macht auf dem grünen Hügel. Mutter hat jedes Kind von sich aus sich entwickeln lassen. Nach meiner Ansicht hinterher ist das an sich richtig gewesen. Jetzt musste sich ja jeder, wenn man sich für eine Aufgabe interessiert oder nicht berufen fühlt, aber eventuell eine Aufgabe erfüllen kann, dann muss man sich ja darüber im Klaren sein, dass man etwas dafür tun muss. Man kann nicht nur den Namen tragen und die Partituren unter das Kopfkissen legen und meint, dann geht alles in den Kopf hinein. Ich glaube, in der Beziehung war die Methode schon richtig. Wolfgangs älterer Bruder Wieland hat von Anfang an eine Sonderstellung im Wagner-Clan. Obwohl der früh verstorbene Vater in seinem Testament alle vier Kinder als gleichberechtigte Nacherben eingesetzt hat, wird Wieland bevorzugt behandelt. Wieland wurde schon als junger Mann immer als der Erbe angesehen, der also mal der Nachfolger wird, wenn das in seine Hände übergeht. Er wusste, wer er war, aber er hat also nicht eine besondere Bedeutung darauf gelegt. Er war der stillere oder vielleicht der stillste von den Kindern gewesen. Er war sehr in sich gekehrt, wirkte immer ein bisschen mürrisch, war nicht der Liebling seines Vaters. Und dann kam Hitler. Er hat ihn bevorzugt vor den anderen Kindern, die er
eh bevorzugt hat vor allen anderen Kindern, aber Wieland war das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Dieser Wieland war sein Augenstern. Ein seltenes Foto. Wieland Wagner mit Hitlergruß am Festspielhaus. Wieland ist Parteimitglied und Hitler überhäuft ihn mit teuren Geschenken. Nach dem Untergang des Dritten Reiches wird er die enge Verbindung totschweigen und sich als Befreier vom braunen Muff feiern lassen. Lange Zeit war Wieland in Sachen Festspielleitung unentschlossen gewesen. Lieber wollte er Maler werden. Doch dann erhob seine Schwester Friedelind Ansprüche auf den Wagner-Thron in Bayreuth. Friedelind, sie war immer der, ja, ich will sagen, der Querkopf in der Familie. Und das Verhältnis auch zu Winifred war also nicht das beste Tochter-Mutter-Verhältnis gewesen. Ihr hat eben vieles nicht gepasst und sie kam sich immer so ein bisschen als danebenstehend vor. Als Friedelind gegen die Herrschaft der Mutter aufbegehrt, bekommt sie unerwartete Unterstützung. Winifreds Gefährte, der künstlerische Leiter der Festspiele Heinz Tietjen, macht der 18-Jährigen Hoffnung. Du allein kommst als Erbin von Bayreuth in Frage. Heftiger Widerspruch kommt ausgerechnet von ihrem Bruder Wieland. Da kam dann der erste große wirkliche Krach, dass Wieland gesagt hat, das geht nicht, dass Friedelind auf einmal da vorgezogen wird. Er ist der Älteste und sie hat zu warten, bis er sich entscheidet, ob er die Festspiele übernehmen will oder nicht. So lange aber darf sie nicht weiter vorgezogen werden. Friedelind wird in ein Internat abgeschoben. Mit seinem Bruder hat Wieland dagegen kein leichtes Spiel, denn auch Wolfgang ist bereit zum Kampf um die Macht. Ich habe ihm damals gesagt, also gut, wenn du persönlich also noch nicht dazu entscheiden kannst, ich wäre auf jeden Fall, sollte ich aus dem Krieg zurückkehren, dann würde ich persönlich meinerseits das machen, was man lernen muss und können muss, eventuell auch bei den Festspielen tätig sein zu können. Und dadurch wurde mein Bruder dann auch aktiviert und hat Bühnenbilder gemacht. Das war natürlich ein geschickter Schachzug meiner Mutter, dass sie ihn mit eingespannt hat. Amateuraufnahmen, gedreht im August 1938 auf dem Bayreuther Flughafen. Hitler verlässt die Stätte der Erholung, um sich wieder ganz seiner politischen Mission zuzuwenden. Der Wagner-Clan, seine kleine Ersatzfamilie, ist zur Verabschiedung erschienen. Nur ein Jahr später wird diese vermeintlich so heile Welt zerbrochen sein. Am 1. September 1939 entfesselt der Diktator seinen Krieg. Die Wehrmacht überfällt Polen. Auf die Zukunft der Festspiele angesprochen, schreibt Winifred an einen Freund: Solange Krieg ist, wird Bayreuth schweigen. Doch Anfang 1940 entscheidet Hitler überraschend, dass trotz des Krieges Festspiele abzuhalten seien. Die meisten Künstler und Techniker werden auf Geheiß des Diktators vom Kriegsdienst freigestellt. Ende Juli 1940 hat sich Bayreuth für die ersten Kriegsfestspiele festlich herausgeputzt. Die Abteilung Reisen und Wandern der NS-Organisation Kraft durch Freude sorgt für die Finanzierung und fürs Publikum. Verwundete mit Pflegepersonal und Rüstungsarbeiter. Der Aufenthalt bei den Festspielen soll eine Belohnung für die Entbehrungen an der Front und in den Fabriken sein. Zur Eröffnung erscheinen auch die neuen Herren. Robert Ley, der Chef der Deutschen Arbeitsfront, kommt in Begleitung seines wichtigsten Mitarbeiters. Bodo Lafferenz hat erst spät seine Parteikarriere begonnen, sich aber rasch unentbehrlich gemacht. Winifred schätzt ihn als begabten Organisator. Hinter vorgehaltener Hand nennt sie ihn ihren Dukatenscheißer. Er hilft ihr, Hitlers Wünsche in die Tat umzusetzen. Eigentlich hatte der Diktator selbst nicht mehr nach Bayreuth kommen wollen, solange der Krieg dauerte. Überraschend erscheint er im Juli 1940 doch noch einmal auf dem grünen Hügel. Sein Verhältnis zu Winifred ist inzwischen gespannt. Zu oft hatte sich die Freundin für Verfolgte eingesetzt. Die Wagner-Sippe ist nervös. Nur mühsam kann der vom Kriegsdienst befreite Wieland seine Aufregung verbergen.
Schwester Verena Wagner demonstriert in Rotkreuzuniform Loyalität zum Regime. Denn inzwischen hat die älteste Tochter Friedelind der Familie den Rücken gekehrt. Sie entschließt sich zur Emigration. Kurze Zeit darauf erfuhr ich dann durch einen Anruf aus der Reichskanzlei, dass die Friedelind sich hingesetzt habe und Artikel gegen Deutschland, gegen Hitler, gegen Mussolini und was weiß ich nicht alles zu schreiben anfinge. Wären wir natürlich nicht Mitglieder der Wagner Familie gewesen, wären wir daraufhin ja alle samt und sonders ins Konzentrationslager gekommen. Das ist doch klar. Also ich meine, die galt glatt als Verräterin sozusagen, nicht? Wir geben Friedelin Wagner, der Enkelin Richard Wagners, das Wort. Im Dienste der Alliierten richtet Friedelind 1942 sogar direkt das Wort an ihre Landsleute. Das Propagandaministerium schneidet die Sendung mit. Deutsche Hörer, ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen. Und selbst dann noch habe ich mich gefragt, wie würde mein Großvater, wie würde Richard Wagner gehandelt haben an meiner Stelle? Wäre er geblieben? Hätte er sich den Nazis zur Verfügung gestellt? Kein Zweifel ist möglich. Richard Wagner, der die Freiheit und die Gerechtigkeit mehr geliebt hat als selbst die Musik, hätte in Hitlers Deutschland nicht atmen können. Josef Goebbels notiert in sein Tagebuch: Das dicke Biest betreibt Landesverrat. Ein Produkt schlechtester häuslicher Erziehung. Hitler konnte es sich ja dann eigentlich auch nicht leisten. Hätte er die Familie Wagner, seine allseits bekannten, allerbesten Freunde, hätte er sie alle in ein KZ sperren lassen können. Das wäre ja nur auch kaum möglich gewesen. Das wäre ja für ihn ein unglaublicher Prestigeverlust gewesen. So hat er Winifred an der Kandare gehabt. Sie hatte dann doch ziemlich viel Angst vor Hitler. Nach dem Ende der Götterdämmerung verlässt der Diktator am 23. Juli 1940 Bayreuth. Winifred ahnt nicht, dass sie ihren Freund Wolf zum letzten Mal gesehen hat. Fortan muss der Wagner-Clan sich in Bayreuth mit niedrigeren Chargen des Dritten Reiches zufrieden geben. Winifreds jüngste Tochter Verena hat inzwischen ihre Liebe zu dem noch verheirateten Kraft durch Freudeführer Bodo Lafferenz entdeckt. Und die ist nicht ohne Folgen geblieben. Bodo Lafferenz war praktisch der König in Bayreuth. Er hatte die Festspiele in der Hand, durch Kraft, durch Freude. Er war der Dienstgeber der Festspiele, weil von ihm das Geld kam, allein. Und er war dann natürlich durch die Heirat mit Verena auch familiär sehr eng mit dem Haus Wahnfried verbunden. Und durch ihn konnte man doch an viele Vergünstigungen kommen. SS-Obersturmbannführer Lafferenz war erst kurz vor der Hochzeit geschieden worden. Seine arische Abstammung wurde von zwei Bürgen in Abwesenheit bezeugt, dem Führer Adolf Hitler und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler. Während sich Winifreds Kontakte zu Hitler auf Briefe und kurze Telefonate beschränken, gehen ihre Sprösslinge in der Reichskanzlei ein und aus. Vor allem Wieland nutzt seine einzigartige Stellung, um zu intrigieren. Hitler soll endlich Winifred und Heinz Tietjen entmachten und ihn, den rechtmäßigen Erben, zum Leiter der Festspiele machen. Da war Wieland bei Adolf Hitler zu einer Unterredung und Tietjen sollte später dazukommen. Und Tietjen erzählte mir, er hat also gewartet und es verging eine Stunde nach der anderen und er wurde nicht gerufen, bis dann ein Bote oder ein Adjutant kam und sagte, der Führer musste weg und es ist leider heute keine Gelegenheit, ihn zu sprechen. Und es hat auch das Verhältnis Tietjen-Wieland nicht gebessert. Wieland geht unglaublich rabiat vor. Also man wundert sich bei einem solchen jungen Mann, der ja eigentlich auch gar nicht richtig vorgebildet war noch,
wie energisch und wie selbstbewusst er gegen ja doch verdiente Leute vorgeht. Also er hat sehr selbstbewusst gesagt, dass er sowieso alles viel besser weiß und dass man doch die deutsche Kunst wieder so machen muss, wie Richard Wagner sie gewollt hat. Doch Hitler zögert. Bis zum Endsieg soll alles beim Alten bleiben. Und so entwirft Wieland treudeutsche Bühnenbilder für die Meistersinger und lässt mangels Statisten auf der Festwiese HJ, BDM und Männer der SS-Standarte Viking aufmarschieren. Auch sein jüngerer Bruder Wolfgang ist bis Kriegsende ein gern gesehener Gast in der Reichskanzlei gewesen. Zielstrebig arbeitet er an seiner eigenen Karriere. Ich bin dann in Polen auch gleich verwundet worden und durch meine Verletzung habe ich also dann alles von der Praxis aus gemacht von unten. Es ist inspizieren angefangen, ich war mindestens jeden Tag 12 Stunden im Theater, ne, und habe alles gemacht und dadurch auch alles kennengelernt. Und im Krieg war das also auch nicht uninteressant, weil ja auch sehr viele Beschränkungen waren. Man musste auch viel mehr machen in den verschiedensten Branchen. Auch der feindliche Bombenterror kann das Kulturleben unserer Nation nicht zum Erliegen bringen. Auf dem Bayreuther Bahnhof treffen Sonderzüge mit Verwundeten, Fronturlaubern und Rüstungsarbeitern ein, die auf Einladung des Führers nach Bayreuth kommen, um den diesjährigen Bühnenfestspielen beizuwohnen. Verkrüppelte Soldaten als Zuschauer, Ritterkreuzträger als Staffage. Auch im totalen Krieg erfüllen die Festspiele noch ihren Propagandaauftrag. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, die Freistellung von Wieland Wagner zu rechtfertigen. So sind Schwager Bodo Lafferenz auf Abhilfe. In Bayreuth sind seit Generationen Spinnereibetriebe ansässig, die längst stillgelegt wurden. Rüstungsbetriebe nutzen die Anlagen als Produktionsstätten. So gründet Lafferenz, der Ideen zur Lösung der katastrophalen Rohstoffprobleme entwickeln soll, hier 1944 ein Institut für physikalische Forschung. Die notwendigen Arbeitskräfte besorgt sich der erfahrene Organisator im nahegelegenen KZ Flossenbürg. Damit sein Schwager Wieland nicht doch noch eingezogen wird, macht Lafferenz ihn kurzerhand zum zivilen Leiter des Außenlagers Bayreuth. Bayreuth als Außenlager war ein Sonderfall im KZ-System. Das heißt, es war eine relativ kleine Häftlingsgruppe von SS bewacht. Lafferenz bedient sich aus ganz pragmatischen Gründen dem Häftlingsreservoir KZ-Häftlinge. Es gibt nichts anderes auf dem Arbeitsmarkt, in Anführungszeichen. Gesucht wurden Häftlinge mit technischer Berufsausbildung. Es ist definitiv nachgewiesen, dass Wieland Wagner Kontakt zu KZ-Häftlingen hatte, weil er im Institut eingesetzt war. Aber natürlich nicht zusammen mit KZ-Häftlingen im Nachbarstübchen saß, sondern in den großen, weitläufigen Räumlichkeiten der neuen Baumwollspinnerei immer wieder auch in Berührung kam und natürlich auch wusste, dass dort KZ-Häftlinge eingesetzt waren. Der Überlieferung zufolge arbeiteten die Häftlinge dort an der sogenannten sehenden Bombe, einer Rakete, die auf den Erkenntnissen der neu entwickelten Fernsehtechnik basiert. Welche Rolle Wieland Wagner in der Fabrik spielte, ist nicht dokumentiert. Was so ein ziviler Leiter eigentlich gemacht hat, das ist bis heute unklar. Es ist nur bekannt, dass er sich natürlich unwohl gefühlt hat und dass er dann auch aus dem Institut raus wollte und auch bei einem Treffen noch im Dezember 1944 bei Hitler das Thema zur Sprache gebracht hat und gebeten hat und gesagt hat, es gefällt ihm da nicht, er möchte aus dem Dienst entlassen werden. Darauf hat Hitler nicht reagiert. Das heißt, er musste dort bleiben und er war dort bis Mitte April, als das Außenlager bombardiert wurde. Bei dem schweren Luftangriff legen US-Bomber große Teile der Anlage in Schutt und Asche. Wenige Tage später rücken amerikanische Truppen in Bayreuth ein. Der Wagner-Clan hat die Stadt längst verlassen. Winifred geht mit Sohn Wolfgang und seiner Familie ins nahegelegene Fichtelgebirge. Verena und Bodo Lafferenz versuchen am 22. April 1945 vergeblich, zusammen mit Wieland Wagner und dessen Familie über den Bodensee in die Schweiz zu flüchten.
Wahnfried, das symbolträchtige Zentrum der Familie, ist schwer beschädigt. Vom Erbe Richard Wagners sind nur noch Ruinen übrig. Die Sippe weist jede Mitverantwortung zurück. Nur Winifred steht zu ihren Überzeugungen. Bereitwillig übernimmt sie die Rolle des Sündenbocks. Die ganze Familie war Anhänger von Hitler. Und jetzt auf einmal wollten alle von ihrem Freund Hitler abfallen und sagten nur noch Böses über sie. Sie hat das als großen Treuebruch betrachtet und hat jetzt gerade gesagt, so, wenn alle untreu werden, so bleibe ich doch treu. Das heißt, ich sage, er war mein Freund. Und das sage ich bis an mein Lebensende und das hat sie getan. Ich habe den Menschen Hitler, wie ich ihn kannte, habe ich eben einfach nicht also aus meinem ganzen Vorstellungskreis, sagen wir mal, habe ich ihn einfach nicht verbannen können. Und ich gebe zu, ich meine, das alles, was so in der letzten Hälfte des Krieges passiert und so ist, also völlig abzulehnen ist, das lehne ich auch ab. Aber ich meine, damit schütte ich nicht das Kind mit der Wanne aus, sondern ich lasse das, was ich für gut und menschlich an dem Mann gehalten habe, das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Am 30. April 1945 setzt Adolf Hitler im Bunker der Berliner Reichskanzlei seinem Leben ein Ende. Die Todesmeldung wird im Radio umrahmt mit Musik aus der Götterdämmerung. Sechs Jahre später werden in Bayreuth wieder Festspiele veranstaltet. Unter neuer Leitung.